Willkommen zu meiner YouTube-Premiere. Hier geht es um Wassersport mit dem Schwerpunkt Kajaktouren. Heute paddeln wir auf der Osterau und Bramau. Und das? Das bin ich, Thorsten. Auf geht's, die Sonne lacht, die Laune ist super. Was soll uns aufhalten? Leider war der Wasserstand so niedrig, dass ich doch noch auf das steinige Flussbett aufsetzte und feststeckte. Zum Glück war der Wasserstand so niedrig, dass ich mit der Hand an den Steinen im Wasser das Boot wieder befreien konnte. Möglicherweise hätte ich mir sonst mein Paddel ruiniert, denn der Schiebedruck des Wassers war ziemlich stark. Glücklicherweise hatte sich das Kajak nicht quer gedreht. Das sollte nicht passieren. Das kommt davon, wenn man mit einem Seekajak, das möglichst geradeaus fahren möchte, auf einem Fluss fährt und plötzlich ganz unerwartet eine Kurve auftaucht. Aber viel einflussreicher ist die starke Strömung, die das Boot unweigerlich nach außen schiebt, das sogenannte Presswasser. Da muss man sehr, sehr früh reagieren und dabei auf mögliche Hindernisse achten. Steuern kann man hier nur mit dem Paddel. Denn wenn Wasser und Boot quasi die gleiche Geschwindigkeit haben, ist das Steuer so gut wie wirkungslos. Schaut mal auf das schwimmende Blatt rechts unten. Da seht ihr, dass Boot und Wasser die gleiche Geschwindigkeit haben. Am besten klappt man dann das Steuer ein und nimmt nur das Paddel. Durch den niedrigen Wasserstand konnten wir alle Baumhindernisse unterfahren und mussten deswegen kein einziges Mal aussteigen. Allerdings ist dann auch die Gefahr größer, auf Grund zu laufen.
Wie niedrig der Wasserstand ist, kann man erahnen, wenn man sich das Ufer anschaut oder den Wasserstand mit anderen Kajaktouren vergleicht. Hier seht ihr den nächsten Kandidaten für ein Baumhindernis. Falls ihr euch über den Straßendamm wundert, hier sind Osterau und Autobahn nur wenige Meter voneinander entfernt. Dieses Hindernis konnten wir nicht durchfahren und mussten aussteigen. Und das sollte auch nicht das letzte Mal gewesen sein.
Das war's. Kleiner Scherz, aber die Musik passte gerade so schön. Wir waren jetzt in Bad Bramstedt angekommen. Hier machten wir am Skatepark an einer Bank mit Tisch eine Pause, da sie gerade nicht besetzt war. Hier konnte ich den aufgefischten Müll entsorgen, unter anderem eine noch verschlossene Dose Bier, die allerdings schon einige Jahre abgelaufen war. Zu essen gab es Spaghetti. Das geht schnell und man kann da nicht viel falsch machen. Wenige Meter weiter wäre noch ein Kanurastplatz gewesen. Den besuchen wir dann das nächste Mal. Wir hatten jetzt etwa ein Viertel der Strecke zurückgelegt, aber schon die Hälfte der veranschlagten Zeit verbraten. Es waren einfach viel zu viele Hindernisse. Uns dämmerte es, dass wir bei diesem Tempo erst in der Dämmerung Wittenförden erreichen werden. Weiter geht's. Hinterm Kanurastplatz muss man aufpassen. Die Vegetation ist an dieser Stelle so dicht, dass man zum linken Ufer ausweichen muss. Ein Zaun ragt in den Fluss hinein. Ein Flatterband weist auf das schlecht sichtbare Hindernis hin. Aber die Gefahr für das Boot befindet sich im Wasser. Etliche abgesägte, teils scharfkantige Eisenpfosten stecken im Boden. Ich vermute, dass sich hier mal ein Steg befunden hat. So manches Boot dürfte schon Bekanntschaft mit den Eisenpfosten gemacht haben. Meiner Meinung nach müsste der Verursacher dafür sorgen, dass im öffentlichen Interesse diese Gefahrenstelle beseitigt wird. Hier sind wir in Bad Bramstedt an der Osterau-Insel angekommen. Diese Steine versperrten uns den Weg, also heißt es aussteigen und umtragen. Es geht zurück zur nächstgelegenen Ausstiegsstelle. Leider musste ich mein Boot tragen. Zum Auto konnte ich es noch mit einem Bootswagen rollen. Diesen hatte ich jedoch auf dem Parkplatz vergessen und bin ohne ihn losgefahren. Nach 1,5 Stunden vermisste ich ihn und bat meine Schwester zu gucken, ob er noch dort wäre. Vielen Dank dafür, aber das war leider nicht mehr der Fall. Ich befürchtete, dass sich nun ein neuer Besitzer darüber freuen würde oder irgendein Depp in die Kaimauer hinein ins Wasser geschmissen hat. Nun musste ich das Boot das kurze Stück tragen, was aber nicht weiter schlimm ist. Jetzt will man endlich mal vorankommen und hat keine Handbreit Wasser unterm Kiel, wie das immer gewünscht wird.
Hier spaziere ich mitten in der Osterau im knöcheltiefen Wasser neben meinem Boot. Langsam nervt dieses dauernde Aus- und Einsteigen. Da war ich nun bei einem alten Wehr und wieder einmal versperrten mir Steine den Weg. Auf der rechten Seite gab es zwar eine Durchfahrtsmöglichkeit, aber die Gefahr, dass ich irgendwelche nicht sichtbaren Steine unter Wasser ramponiere, war mir zu groß, da ich die Gegebenheiten nicht kannte.
Ich beschloss, das Pferd zu umtragen, aber wo und wie? Die Ufer waren dicht bewachsen und recht hoch. Am Wehr gab es steile Wände, die ich aber nicht erklimmen konnte. Und das Wasser war auch nicht mehr knöcheltief. Mit Hilfe einer Baumwurzel konnte ich dann doch noch aussteigen. Okay. Warte mal. Ich muss hier mich einmal über diese. Ja, warte mal, ich will mal kurz das Paddel lösen hier. Mit Bootswagen wäre das einfacher gewesen. Das Ufer war sehr morastig und ich sah keine Chance, unbehelligt ins Boot kommen zu können. Also ließ ich mein Boot eskortieren und suchte eine Stelle, bei der das Einsteigen etwas einfacher war. Endlich ging es einigermaßen flott voran. Wir hatten jetzt fast die Hälfte der geplanten Strecke zurückgelegt und die Sonne näherte sich schon dem Horizont. Übrigens,
Aufmerksam auf diese Tour wurde ich durch die Videos von Hannes mit seinem Kanal Outdoor SH einfach raus in die Natur und Markus von Prospect Kajak sowie durch Beber Kajaktouren. Vielen Dank dafür. In einer Playlist habe ich Paddeltouren auf der Osterau und Bramau zusammengefasst. Schaut da gerne mal rein. Wir kamen endlich gut voran, bis wir wieder das Rauschen des Wassers hörten. Tja, genau in diesem Augenblick war meine Speicherkarte voll. An diesem Wehr entschloss ich mich wieder, mein Kajak umzutragen und konnte es, wenn auch umständlich, hinter dem Wehr wieder einsetzen. Denn eine geeignete Einsatzstelle konnte ich in absehbarer Entfernung nicht finden. Dazu war das Ufer viel zu hoch und zu morastig. Endgegner dieser Tour war allerdings der niedrige Wasserstand. Wir kamen hinter Wrist in tidenabhängiges Gewässer und befanden uns kurz vor dem Minimum. Die Boote waren nur wenige Zentimeter über Grund und saugten sich förmlich fest, sobald man fuhr. Das war mit Abstand der anstrengendste Teil dieser ansonsten sehr schönen Kajaktour, die ich auf jeden Fall noch einmal wiederholen möchte. Aber dann bei einem höheren Wasserstand. Nach der Rückkehr in Lübeck sah ich erfreulicherweise an meinem Bootsplatz den vermissten Bootswagen stehen. Puh, Glück gehabt. Ein Vereinsmitglied hatte ihn bei seiner Ankunft auf dem Parkplatz gesehen und ihn in Sicherheit gebracht. Vielen Dank dafür. Danke auch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.